Guten Morgen, Wunsch. Na, gut geschlafen? Es nickt! Es hat... Yo, Wunsch, es versteht mich. Sir Kokok ist mein persönlicher Stylingberater. Ah, verstehe. Ah, ich dachte Ach so, ich dachte, Herr Kokok er wäre auch für ein Outfit hier. Ein neues Kleidungsstück. Ich habe schon gesagt, es wäre riesig, wenn er so eine kleine Hühnchenrüstung hätte. Genau, also okay. Wie bereits besprochen, ich suche nach weißer Kleidung. Es muss nichts extrem Edles sein. Vielleicht irgendwas sowas in der Mittelschicht oder so. Etwas, das man gut tragen kann, wo man sich gut darin bewegen kann und man sollte es unter einer Rüstung tragen können. Das sieht doch schick aus, oder? Ich finde das cool. Gefällt mir. Sie haben nicht zufällig irgendwas, das das Gesicht verdeckt? So eine Art Maske oder sowas? Da ist Scheiße im Brot! Da ist Scheiße im Brot? Was zum Teufel? Ja, sie fertigen doch Hufeisen an und vielleicht sogar andere Accessoires für Pferde, richtig? Geht's ums Pferderennen, oder was? Es geht definitiv ums Rennen, aber nicht unbedingt um das Pferderennen, nein. Und ja, ihre Brust klebt da raus, aber hey. Wir ignorieren das als brave Appeler. Eine gar köstliche Hinrichtung. Oh, eine Hinrichtung. Eine Hinrichtung. Hinrichtung, yeah! Sehen Sie unerwartet, was geschehe mit jenen, die einen Good Angriff one. Aufs Könighaus und vor allem auf die zukünftige Königin Manu, was ist denn mit jedem hier? Dankeschön. Bis okay, dann, tschüss. Viel Spaß. Tschüssi. Warte, jetzt hier Omega Speed. Holy shit, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ja, Monkas dir. Vater, das ist so ein guter Mensch. Mann des Volkes, habe ich gehört. Oh ja, ein sehr netter Mensch. Letztens hat er mich in Ketten gelegt und dann aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Kann den Fleischer nicht finden. Oh nein, was? Wozu braucht ihr denn den Fleischer? Ich wollte ihm doch diesen Handschuh zeigen von der Schneidermeisterin. Damit er abschätzen kann, ob das von welchem Tier es stammt. Oder überhaupt von einem Tier, meint ihr? Wenn ich mir nur Gedanken darüber mache, dass ich ein Stück von Sayuna in meiner Tasche trage. Oh, Fräulein, nein, komm. Oh nein, das, alles wird gut, Fräulein, alles wird gut. Wir kriegen das hin. Dass sie wirklich tot sein soll. Die Frau Ella meinte, ja, wir bezahlen immer unseren Stand. Oder zumindest sie bringt das zum Statthalter. Vielleicht. Oh, Nero! Ich hab das Pferdefutter gegessen. Das ist mir wirklich unangenehm. Was? Passt. Mach's wenigstens weg, okay? Ich glaube, der Nero hat Dünnpfiff, Frau Ella. Reite, Pferdchen! Jo. Wisst ihr, Frau Ella, ich bin echt glücklich. Ja. Ich wollte schon immer mal ein Haustier haben. Oh, ich glaube, es mag sie. Oh Gott. Ach, ich werde es mir gar nicht glauben. Ich werde die Schneiderin Panika heiraten. Noch heute. Ja, das interessiert keine Sau. Ich werde immer füttern. Duriel, hast du es gesehen? Die Stadtwache ist vom Turm gefallen. Nero, ist das nicht die Frau, die Menschen zu Leder macht? Die Schneiderin? Oh, für wahr. Oh, für wahr. Ach, er ist verloren. Ach, er ist verloren, seine arme Seele. Hab ich ja gar nicht dran gedacht. Die Schneiderin, ich meine, vielleicht, die Schneiderin. Ich hab mal davon gehört, dass es Leute gibt, die auf sowas stehen, weißt du? Ich sah einen von euch gerade diesen tiefen Fall von der Sturmmauer überleben. Ist denn alles in Ordnung? Ja, Steini hat den Fall gebremst. Ach, der Steini hat den Fall gebremst. Auch ein Glück. Ein Glück. Ich war ja ganz erschrocken, als ich jemanden fallen sah. Aber Steini ist ein wahrer Held. Ich bin nicht runtergesprungen. Ja. Und es war sehr herrlich. Und für die Stadt und für das Königreich. Der Steini wurde empfindlich. Deswegen alles. Herr Kalle, ich glaube, Ihr Kopf brennt. Ja, kann man sich auch schön, wenn sie jetzt furzen, könnte ich in der so an den Arsch ran und dann wird's klein. Meint ihr, das funktioniert bei Drachen genauso? Also, dass die quasi aus dem Mund furzen und dann gibt's eine riesige Stichflamme?
Das ist die einzig logische Erklärung. Gut, jetzt wo das geklärt ist. Deswegen riechen die auch immer so aus dem Mund. Geklärt. Ja, für wahr. Und ja. Die andere Schneidergehilfin sagte auch, sie hätte einen Handschuh bekommen. Mit der Aussage, dass Sayuna ihr dann ganz nahe sei, aber sie würde nie mehr zurückkommen. Sie auch ein Geschenk bekommen von mir. Für ihre Hochzeit. Ja, sie bekommt von mir etwas ganz Besonderes. Mein Haustier. Ich glaube, das Pferd hat gerade das Haustier gegessen. Gut gemacht. Oh mein Gott! Stefano, der Gierige. Oh, Stefano ist sehr einfach schön. Gierig. Sehr gut. Ich sagte Stefano, doch, er ist gierig. Sehr schön. Das geht so nicht. Oh mein Gott! Ich habe mein Leben für dieses Tier geopfert und jetzt so. Ja, ich habe ja noch Lotta, Gott sei Dank. Hier ist sie. Aber wenn irgendjemand etwas aus Menschenhaut anfertigen könnte, dann wären das doch bestimmt wunderschöne Stücke, oder? Oh, durchaus. Ihr könnt einige davon in dieser Stadt begutachten. Manche tragen sie bereits an sich. Ihr müsst nur genau hinsehen. Ihr meint sowas wie Handschuhe zum Beispiel? Handschuhe, Umhänge. Oh, der Mantel von der Prinzessin. Auch er wurde aus menschlicher Haut gefertigt. Ja, welcher Prinzessin? Gefärbt. Von der ersten natürlich, der pinke Mantel. Frau Ella, ich habe gerade mit der Schneiderin gesprochen. Sie meinte, dass noch ganz andere Gegenstände aus Menschenhaut im Umlauf sind hier. Unter anderem, jetzt Achtung. Sie hat es zugegeben? Ja. Achtung. Sie hat es direkt zu mir gesagt. Und sie hat auch gemeint, dass unter anderem der Umhang der Prinzessin Quenyania auch aus Menschenhaut gemacht ist. Das klingt vielleicht jetzt merkwürdig, aber sollten wir es nicht der Wache sagen? Das klingt nach etwas, was hier nicht sein sollte. Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Was wurde denn jetzt wieder entdeckt? Guter Wächter, also wenn es das vielleicht beschleunigt, die Schneiderin hat mir auch erzählt, dass anscheinend der Umhang der Prinzessin Quenyania, dass der auch aus Menschenhaut gefertigt wurde. Und ich kann mir fast denken, dass die Prinzessin das gar nicht so wollte. Ich sollte auf jeden Fall schleunigst jemanden davon berichten im Königshaus. Ich denke das auch. Das wäre super. Dann würden vielleicht werdet ihr dafür sogar belohnt. Ich werde zur Hochzeit eilen. So, gebet auf euch acht und meidet die Schneiderin. Genau also, das. Ich glaube, das Wichtigste in dieser Situation ist es... Erstmal schlafen zu gehen? Ich meine, das ist vorbildlich, aber ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringt. Also da unten war ich nicht. Ich glaube, wir verwirken meint ihr wirklich, wir müssen dahin? Ja, das macht wir wollen mit den Toten sprechen? Warum das denn? Das ist ja ekelhaft. Irgendeiner hat hier drauf gesamt. Oh, liebe Sayuna. Wenn du wirklich aus diesen Handschuhen bestehst, wie die Schneiderin es sagte. So komm doch und sprich mit uns, damit wir Gewissheit haben, ob diese Schneiderin tatsächlich aus Menschenhaut Kleidung herstellt. Sayuna, erhöre uns. O Geister der Vergangenheit. Das ist ein Affe. Gewähre uns durch die Haut, unsere Haut zu schützen. Sonst brennt uns doch die ganze Bude ab. Das war nicht der Hochprozentige. Kumbaya, mein Lord, Kumbaya. Kumbaya. Oh Lord. Kumbaya. Doch, Bär, dann an Pflanze. Oh, was ist denn hier? Was ist passiert? Was ist passiert? Was? Oh, Geist. Der Verbleib dieser Seele ist ungewiss. Glaubt ihr, dass die Schneidermeisterin Böses tut? Ja. Also ich würde die Schneiderei abbrennen. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet. Ist für menschliche Taten nicht menschliche Gerechtigkeit zuständig. Darüber haben vielen wir Dank. Druckmittel gegenüber der vielen Wache. Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Und ruht in Frieden. Die Samen in dem Grab sind übrigens nicht von uns. Nur, dass ihr es wisst. Oh. Nun aber raus hier. Macht mal die Tür wieder zu. Ach, der Fuchs ist noch drin. Schnell, macht sie zu. Ein kleines Menschenopfer für den Geist.
Aber mal, also, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, Freunde, aber was, wenn die Prinzessin so ein Gewand trägt von der Schneiderin und die Schneiderin ist so, naja, selbstbewusst, was das anbelangt. Was, wenn das alles sogar in Ordnung geht vom Adelshaus, von Königshaus? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Vielleicht ist die neue Königin ja auf unserer Seite, was das anbelangt. Ja, ich sag ja, wir sollten das allen Wachen sagen, damit wir uns sicher sind. Oh, wow. Oh. Lange also so eine königliche Hochzeit muss schon was Besonderes sein. Die hätte ich wirklich gern gesehen. Ja, geht ja, mir auch so. Aber wir haben ein echtes Glück, eine Königin aus dem Volke zu haben. Und ihr habt nichts verpasst. Erst der Prinz. Letztes Jahr nicht. Und jetzt die Königin. Königin und euren Ehe noch immer existierenden König. Schmeißet euch in den Dreck und lobpreiset die neue Königin. Die Welt geht unter. Nicht jetzt, das ist eine Wache. Okay. Die Welt geht unter. Erfolg von Rastalot, werfet euch in den Dreck und lobpreiset ob eurer neuen Königin das frisch vermählte Ehepaar. Hier kommt es. Lang lebe das Königspaar! Lang lebe das Königspaar! Lang lebe das Königshaus! Lang lebe die Königin! Lang lebe das Königspaar! Warum ist die so hässlich? Oh, lang lebe das Gott zum Gruße! Du da, zufälliger Mensch. Steige ja, ab. Mein Herr. Zum Gruße. Zum Gruße. So, probier's aus. Aber was soll ich denn mit ihm machen? Irgendetwas Verrücktes, was unter normalen Umständen niemals jemand tun würde, wenn ein normaler Mensch ihn fragen würde. Oh. Ja, meine Königin, was kann ich für euch tun? Ich möchte, dass du deine Hose ausziehst und sie den ganzen restlichen Tag auslässt. Du darfst heute keine mehr anziehen, egal was du tust. Königlicher Erlass der Königin. Sehr, sehr wohl, meine Herren. Wenn dieser Mann mit einer Hose erwischt wird am heutigen Tage, so solle ihm sein Pipi-Mann abgeschnitten werden. Ich danke euch dafür, dass ich mein Glied präsentieren darf, o Königin. Ich danke euch, dass ihr euer Glied präsentiert. Habet euch wohl. Gott zum Gruße. Gott zum Gruße. Einen schönen hosenlosen Tag noch. Das du machst das ganz toll. Dein erster Tag. Ich darf keine Hose tragen. Befehl der Königin. Wo geht es denn hoch zu Ihnen? Stattlich. Wenn Sie wollen, zum 12. Glockenschlag in meinen Gemälern. Befehl der Königin. Befehl der Königin. Ihr braucht eine Hose, kein Problem. Nein. Einen Rock. Wieso ist er jetzt vor mir dran? Ich war eher da. Ich darf keine Hosen tragen, das ist mein Problem. Die Königin hat das befohlen. Deswegen suche ich einen Rock. Vielleicht sogar eine Jacke. Oh, dieser Rock bedeckt wirklich wenig. Ja, habt ihr noch was Längeres? Zu dem Oberteil. Welchen nehmen wir? Oder den ich? Meister, ihr wisst nicht zufällig, wo sich die Heilerin befindet. Seid gegrüßt. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Wieso traget ihr keine Hose, mein Junge? Befehl der Königin. Ich darf am heutigen Tage keine Hose mehr anziehen, deswegen trage ich einen Rock. Okay, ich verstehe schon. Ja. Ich glaube, das wird uns noch um Kopf und Kragen bringen. Oh! Was ihr anhabt, sieht gut aus. Ist das von der Schneiderin? Verordnung der neuen Königin. Ich soll am heutigen Tage keine Hose mehr tragen. Also habe ich mir einen Rock genommen, um immerhin irgendetwas zu tragen. Den einen hebe Vielleicht sollte ich eine Maske aufsetzen. Dann erkennt mich keiner, dann kann ich auch wieder eine Hose tragen. Das ist richtig. Wenn du eine Maske aufhast, würde ich aber von dem Stroh dort hinten noch was mitnehmen. Da oben kullert er. Und jetzt die nächsten noch. Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Neros. Was kommt dir da in den Sinn? Der falsche Meister! Eins. Aber der falsche Meister! Ich glaube, gleich schlägt hier jemand noch Alarm für die Heirat, du weißt doch. Opa, ich bin vermählt. Ich bin Ritter. Moment, ihr seid jetzt ein Ritter? Steini, es reicht. Runter mit ihm, sofort! Oh Gott! Ich hab ihn, Lord Edwin! Sag mal, hier wurde jemand niedergeschlagen! Lord Edwin, bitteschön.
habe. Danke. Es war mir eine Ehre, für euch Ritter zu sein. So, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt auch ein Schwert und dann kriegt er einen drüber. Oh je. Das kann ja spannend werden. Okay, ich versuche mein Bestes. Tun Sie das. Mein Name ist Lise Krümmel, ich bin die örtliche Heilerin und ich bin hier zur jährlichen Gemächtkontrolle. Ich sehe großes Unheil, wenn ihr euch dieser Kontrolle nicht unterzieht. Ich bin 95 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass ihr meinen Willi sehen wollt. Ich sehe den ganzen Tag Unheil. Ja, doch. Sieht alles. Ihr seht aus, als würdet ihr etwas Heilung benötigen. Ja. Ich bewundere euch. Sehr gut macht ihr das. Oh, interessanter Rock. Ja. Zum 80. Mal, die Königin hat mir befohlen, heute keine Hosen mehr zu tragen, deswegen habe ich einen Rock genommen. Möchtet ihr vielleicht einen langen Rock haben? Um gegebenenfalls mich schnell umziehen zu können. So das fühlt sich so viel besser an. Pepe, ich bin's, ja, ich darf keine Hosen tragen, Befehl der Königin. Ich weiß nicht, also es baumelt irgendwie schon ganz schön viel rum und ist sehr nervig. Ach, Freunden hilft man doch gerne in Not, nicht wahr? Oh, vielen Dank, du bist die Beste, dankeschön. Gerne, jeder Tag wie zählt. Was ist denn da? Tschüss. Du kannst mir gratulieren. Gratuliere? Wozu? Ich bin frisch vermählt. Oh ja, Gratulation. Wer ist denn der Bräutigam? Er sitzt da vorne auf dem Schaukelstuhl. Ja, wie man so sagt, wo die Liebe hinfällt, ne? Also, das Pferd heißt Riesencock. Gute Nacht. Rennen, Wunsch, rennen! Du.